Erste Maßnahmen an einem Sängerfuß. Ante Jerkunica von der Deutschen Oper Berlin braucht Schuhe für den Barbier von Sevilla. Cornelia Thon nimmt Maß mit dem sogenannten Trittspurkasten. Das ist immer auch eine erste Kontaktaufnahme mit sensiblen Sängerfüßen. Ich würde jetzt einen Sänger nicht fragen, ob er Probleme hat. Das würde ich jetzt so ertasten. Da gibt es ganz oft hier so Überbeine oder das merke ich dann. Schuhe sind sehr wichtig für uns. Das mag lustig klingen, aber wir benutzen unsere Beine zum Singen. Das ist unsere Unterstützung. Wir müssen fest auf dem Boden stehen. We have to be very fest on the floor. Und das Stiefelabschlussmaß. Stiefel sind ein häufiges Kostümteil in Operninszenierungen. Deshalb braucht Frau Thon auch den Umfang von Knöchel, Spann und Wade. Herrn Jerkunica passen diese Reitstiefel für eine andere Produktion schon mal nicht. Die Maße des gesamten unteren Beins sind also wichtig. Deshalb gucke ich jetzt. Hier. Immer noch, Ja. Ja, das. Okay, gut. Also ich nehme Maß bis zum Knie. Und alles, was weiter nach oben geht, wäre dann Schneidersache. Cornelia Thon ist Schuhmachermeisterin. An der Deutschen Oper Berlin hat sie ihre Werkstatt. Mit zwei Gesellen und zwei Lehrlingen. Alle Bühnenschuhe, die nicht gekauft werden können, werden in dieser Werkstatt produziert. Thon? Ja? Komm ich rüber? Okay. Frau Thon wird zum Konzeptionsgespräch für den Barbier von Sevilla gebeten. Kostümbildner ist der Modemacher Guido Maria Kretschmer. Er diskutiert mit Dorothea Katzer, der Kostümdirektorin des Opernhauses, die Machbarkeit seiner Entwürfe. Bei den Schuhen will er Besonderes. Schnabelschuhe als Koturnen. Das sind Schuhe mit extrem hohen Plateausohlen. Von der Höhe würde ich jetzt aus meinem Gefühl sagen, so 22. Korrigieren Sie mich, wenn es hoch ist. Das ist sehr hoch. Ja? Man fühlt sich wie auf einer Stelze. Okay, dann würde ich sagen, Der Boden ist erstmal stabil. Auf jedem Boden müssen die Sänger in ihren Schuhen sicher laufen können. Na, in der Zeichnung kann man jetzt eigentlich ganz gut sehen, dass hier unten wäre es nicht so platt durch die Abrollung, die wir noch schaffen müssen. Genau, dann ist diese Strecke schon kürzer und da kann man noch ein bisschen mit spielen. Thalbach inszeniert sehr aktiv. Schauspiel natürlich. Und deswegen wird da viel Bewegung sein. Deswegen habe ich so, alles, was es leicht macht, wäre umso besser. Na, wir haben so ein Styrodur-Material. Das ist. Hört sich schon gut an, Styrodur. Das ist ein geschäumtes. Das ist super leicht. Da haben wir schon mal was gemacht. Ach, super, so leicht ist es. Und, das ist so stabil. Das ist stabil. Und das beziehen Sie dann mit Leder oder wie machen Sie das dann? Genau. Eine weitere Schwierigkeit: Schuhe, die aus dem Stoff eines Kostüms gemacht sind. Komplizierte handwerkliche Aufgaben und künstlerische Liebe fürs Detail sind gefragt. Ein gutes Kostümbild lebt natürlich von ganz vielen Momenten. Das fängt oben an, vom Top to Toe, sagt man immer. Und ich glaube, das Wichtige ist bei den Schuhen, genau wie beim Kostüm auch, über vielen Sachen, bei der Maske auch, dass es einfach eine gute Einheit gibt. Manchmal denkt man, das kann sich verspielen. Ich glaube eben nicht, dass sich das verspielt, weil bestimmte Dinge sind irgendwie sichtbar. Es gibt immer die der Handlung nicht folgen, die schauen auf Details. Und dann ist es eben schön, wenn die sehen, das ist aus einem Guss. Außerdem, erst wenn ein Detail nicht ins Gesamtbild passt, fällt es aus dem Rahmen und unangenehm auf. Das zerstört dann wirklich das Bild. Der erste Weg bei einem neuen Auftrag führt Frau Thon zunächst in den Schuhfundus. Hier sind Tausende von Schuhen archiviert. Hier wird überprüft, ob es nicht etwas Ähnliches schon gibt. Simple Straßenschuhe werden natürlich gekauft. Alles andere hergestellt. Und das lohnt sich. Also zum einen kann man eben die Sachen nicht kaufen, die wir machen. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass die Schuhe, die wir hier hergestellt haben, einfach sehr, sehr lange halten können, weil man sie eben auch reparieren kann. 30 Jahre und länger laufen die handgefertigten Bühnenschuhe. Eine gute Investition. Ja, hier zum Beispiel sind die Dornröschenschuhe. Das ist das Herrenballett. Das ist so ein Traviata-Stiefel. Das sind die Hennen. Alice im Wunderland. Hier habe ich noch mal was gefunden. Das ist eine echte Koturne aus dem Ballett. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt man. Muss ein Schuh angefertigt werden, sucht die Schuhmacherin zunächst einen passenden Leisten raus, der dann den Maßen des jeweiligen Darstellers angepasst wird. Ob spitz, flach, orientalisch
oder mit hohen Absätzen. Nur besondere Sänger haben ihren eigenen Leisten. Ja, das ist so ein spezieller, speziell aufgebauter Leisten. Das ist jemand, der eben sehr schwer ist. Und den Leisten werde ich nicht verändern, weil der eben gut gepasst hat. Und das war sehr schwierig, diesen Schuh herzustellen. Für jeden Sänger gibt's ein eigenes Maßblatt. Mit dessen Hilfe wird mittels eines Papiermodells der Stoff für den Schaft zugeschnitten und gesteppt, das heißt genäht. Der Schäftemacher war früher sogar ein eigener Beruf. In der Oper ist das Chefsache. Dem Leisten von Herrn Jarkunica wird derweil die Brandsohle angepasst, denn der Schaft muss daran befestigt werden. Beim Stoffschuh geht es bereits an das Einkleben der sogenannten Hinterkappe. Das wird jetzt meine Hinterkappe, die legt sich um die Ferse. Die habe ich jetzt so ein bisschen feucht gemacht und im trockenen Zustand hält die eben ihre Form. So, jetzt geht's ans Handwerk. Jetzt hole ich den Schuh über, den Schaft. Das Zwicken beginnt. Heikel, denn der Stoff reißt leicht, im Unterschied zu Leder. Und der andere große Unterschied ist, ich kriege diese kleinen Falten nicht gut gelegt bei Stoff, auch aus demselben Grund natürlich. Das heißt, ich habe immer kleine Falten, die ich irgendwie verstecken muss. Und und ich darf dreckige Finger haben bei Leder. Leder kann man eben sauber machen und Stoff so leicht nicht. Lüftungsanlage an. Fürs Verleimen des Obermaterials mit der Brandsohle. Das hier sind richtige Klebstoffe. Das ist so mit das Schlimmste, was man benutzen kann. Das ist, wir haben eben deshalb auch diese Abzugsanlage, damit die Lösungsmittel weggehen können, dass wir die nicht einatmen müssen. Aber das ist ein richtig schwerer Kleber. Erst wenn die Nägel wieder rauskommen, weiß Frau Thon, ob das Stoffmuster auch sitzt. Hier vorne werde ich noch mal zwicken, dass sich die Falten eben noch mal ausziehen. Das sieht man jetzt schon, wenn man hier ein bisschen zieht, dass es dann glatter wird. Das kriege ich noch hin. Während der Kleber für den Absatz trocknet, wird Frau Thon zu einer Anprobe gerufen. Was ist das Problem? Können Sie die höher machen, so 2-3 Zentimeter? Okay. Ja, das ist möglich. Wenn Sänger über sich hinauswachsen, hat das also auch oft mit dem richtigen Schuhwerk zu tun. Ein Eilauftrag für den nächsten Morgen. Doch zunächst einmal ist der Absatzkleber für den Stoffschuh trocken. So, jetzt bringe ich den Absatz hier auf, den habe ich eingestrichen und versuche den jetzt hier möglichst gerade aufzusetzen. Und der wird dann später von innen geschraubt. Sohle dran und fertig ist der Schuh. Jetzt kommt der große Moment des Schuhmachers. Der Leisten muss raus. Das erfordert viel Kraft und viel Feingefühl. Denn der Schuh sitzt so eng am Leisten wie später am Fuß und darf nicht kaputt gehen. Dann erst wird die Deko aufgenäht. Wie wird man eigentlich Theaterschuhmacher? Der Schuhmacher ist ein Ausbildungsberuf mit einer dreijährigen Lehre. Das geht direkt am Theater oder in normalen Schuhmachereibetrieben. Ideal ist eine Ausbildung zum Orthopädie-Schuhmacher. Dann kennt man bereits die Kniffe und Tricks für problematische Füße. Das Bühnenspezifische kommt dann Learning by Doing. Interesse für Kostüm und Kunstgeschichte kann nicht schaden. Und man darf keine Scheu vor Menschen haben. Als Schuhmachermeisterin unterrichtet Cornelia Thon auch am Oberstufenzentrum für Textil und Bekleidung in Berlin. Wenn ich neue Lehrlinge kriege, ich muss da auch die erste Zeit so. Lass ich die das mal ausprobieren, dann gucke ich mal, ob die ein bisschen Kraft in den Armen haben. Voll gemein. Die meisten Lehrlinge kommen aus Betrieben, in denen keine Maßschuhe mehr hergestellt werden. Es gibt schon noch einige, aber es ist so, dass nicht alle Maßschuhe herstellen, die meisten reparieren.
Und auch das ist ziemlich schwierig, weil im Zeitalter der Sneaker und Chucks und wie sie alle heißen, ist halt eine Wegwerfgesellschaft geworden, wo man gar nicht mehr so viel reparieren kann. Im Theater wird das alte Handwerk gepflegt und bewahrt. Ich habe wirklich das Glück, dass ich dort halt auch lerne, Schuhe zu bauen. Also das lernen halt wirklich die wenigsten Lehrlinge. Zurück in der Werkstatt. Die Spitzen der Schnabelschuhe nähern sich der Vollendung. 20 bis 30 Stunden sitzt man an solch einem Paar Maßschuhe. Viel Millimeterarbeit braucht es, bis so ein besonderes Paar fertig ist. Ja, dann können wir die montieren. Das wäre jetzt mein Unterbau. Und hier tun wir die dann rauf. Wir probieren das erstmal in der Anprobe, ob die überhaupt passen und wie das aussieht und ob er das möchte, damit zu laufen. Am Ende entscheidet immer der Sänger. Alle Schuhe für die Barbierproduktion sind fertig. Jetzt geht's zur Anprobe. Stimmen die Maße? Sind Sänger und Kostümbildner zufrieden? Die Arbeit von Tagen und Wochen kommt auf den Prüfstand. Und die Koturnen? Das ist jetzt, wie viele Zentimeter haben Sie jetzt gemacht, Frau Thun? Oh. Wie hoch ist das? Sie waren mal höher, ich habe sie ein bisschen gekürzt. Das sind jetzt nur 10. 10. Echt, 10 ist doch das so hoch, ne? Und ich wollte 22, ne? Oh Gott, nein. 10 ist ganz genug. Das ist mein Applaus sozusagen, wenn ich herkomme und der Solist steigt in die Schuhe und ich sehe die Schuhe passen, dann bin ich wahnsinnig glücklich. Für Sänger sind Schuhe am besten, an die man beim Singen nicht denken muss, in denen man sich wie in Pantoffeln fühlt. Like in the house shoes. Der Gang zum Praxistest. Auf der ersten Hauptprobe kommen alle Gewerke zusammen, um das Gesamtbild abzunehmen. Für die Schuhmacher ein seltener Weg aus der Abgeschiedenheit ihrer Werkstatt. Die Schuhmacher sind allgemeinhin schrullig, aber ich weiß gar nicht so genau, wo das herkommt. Also, das sind Eigenbrödler und weil sie so viel vor sich hin arbeiten. Schuhmachermeisterin trifft auf Regisseurin. Katharina Thalbach kennt als Schauspielerin alle Bühnenschuhgeheimnisse. Bei den Koturnen jedenfalls gab es inzwischen Probleme. Und die hohen Koturnen sind ja jetzt auch weg, weil die sind einfach zu hoch. Der muss so viel laufen. Er muss vor allen Dingen steigen. Und das ist zu schwierig. Das ist wenn jemand anfängt, Angst zu haben, dann muss man's, dann muss man die Sicherheit einfach vorschieben. Ich finde Bühnenschuhe immer extrem wichtig, dass sie leise sind. Weil in dem Augenblick, wenn es dann diese unangenehmen lauten Schritte auf dem Holzboden gibt, da raste ich immer aus. Auch der Graf steht leise und fest in seinen Stoffschuhen. Diese geben ihm natürlich erst die richtig gräfliche Haltung. Denn wie ist das Credo der Schuhmachermeisterin? Der Auftritt hat auch immer mit dem Auftreten zu tun. Schuhe verändern einen Gang und erzählen so etwas über den Charakter einer Figur. Und wie kommt der Schuh eigentlich zum Sänger? Auch das gehört zum Beruf, das sogenannte Einrichten. Die Schuhe für den jeweiligen Opernabend werden aus dem Fundus herausgesucht und auf die Garderoben verteilt. Die Früchte der Arbeit werden erst hier richtig sichtbar. Der Spaß ist, denke ich, dieses, was man allgemeinhin im Handwerk hat, dass man am Ende des Tages was hat, was man hergestellt hat und es wirklich hinstellen kann und angucken kann. Wenn die Arbeit der Sänger erst richtig beginnt, ist Frau Thons Tagwerk getan.